Wenn jemand ein Lügner ist, als was ist er immer bekannt? Als Lügner. Irgendjemand wird ihn erwischt haben, weil ihr kennt die Lügner. Die Lügner sind Leute, die immer wieder irgendwelche Storys erzählen oder versuchen hier links, rechts zu gehen und die Leute zu betrügen. Wie kann es also sein, dass jemand 35 Jahre, bis zu diesem Zeitpunkt, wo die Kaaba zerstört war, bei allen Stämmen bekannt war als der Wahrhaftige, der Vertrauenswürdige? So. Und jetzt kommt die Frage, warum hat Allah den Propheten erst mit 40 Jahren entsandt? Die Weisheit, die dahinter steckt, ist, dass die Leute ihn kennengelernt haben und dadurch keine Ausrede haben. Wenn du jemanden kennst, der bei dir bekannt ist als jemand, der immer die Wahrheit sagt, und plötzlich kommt er dir mit irgendeiner krassen Geschichte, die fast unglaublich ist. Wenn du weißt, das ist jemand, der nicht lügt, dann sagst du direkt, ja, warte mal, der hat das erzählt, da muss doch was Wahres dran sein, das ist ja kein Lügenbaron. Aber wenn zu dir jemand kommt, den du kennst, der erzählt immer irgendwelche Storys, dem glaubst du nur, ich kenne solche Leute, die leiden ein bisschen unter Mythomanie. Ja? Wenn du so einen kennst, ach, selbst wenn der dir erzählt, ich habe eben eine Dose Sprite an der Tankstelle gekauft, dann denkst du ja, vielleicht erzählt er wieder nur irgendeine Geschichte. Ihr kennt solche Leute bestimmt auch. Egal, was der dir erzählt, denkst du nur, ja, ja, ist klar, alles klar, ja, ja. Gestern war eine Sonnenfinsternis, ist okay, alles klar. So der Prophet, a.s.w., war anders bekannt. So. Das war der Beweis gegen sie. Und das hat er auch am Anfang direkt benutzt, der Botschaft. Was hat er zu seinen Leuten gesagt? Er ist auf den Berg Safa gegangen, nachdem ihm verkündet wurde, nach den 3 Jahren gesagt wurde, er soll öffentlich verkünden, hat gesagt, wenn ich euch sagen würde, dass dort im Tal eine Armee ist, die über euch herfallen will, würdet ihr mir glauben? Sie sagten, was sagten sie? Es steht in Bukhari. Ja, wir haben von dir niemals eine Lüge gehört. So, das dazu. So, jetzt. Wir haben also, das Motiv passt nicht. Das Motiv passt vorne und hinten nicht. Und jetzt schauen wir, der Prophet wird tatsächlich der Führer der arabischen Halbinsel. Die arabische Halbinsel liegt ihm zu Füßen. Das Königreich von Jemen liegt ihm zu Füßen. Bahrain liegt ihm zu Füßen. Alle diese Länder liegen ihm zu Füßen. Das heißt, er ist der mächtigste Führer, den die arabische Halbinsel jemals gesehen hat. Am Ende seines Lebens. Nach all dieser Anstrengung. Und was passiert? Was sagt er? Wie lebt er? Er lebt in einer Lehmhütte. Schläft auf einem Platz mit Palmfaser. Dass man Streifen an seinem Gesicht sieht, wenn er geschlafen hat, hat nur ein Maß Gerste und ein Behälter Wasser in seinem Bauch. Umar al-Khattab kommt rein und weint und sagt, guck mal, Kisra und Kaiser leben in diesem Saus und Braus und du bist der Gesandte Allahs und lebst so. Und er muss weinen. Und dann sagt er, was sagt der Prophet? Ja, Umar, reicht es dir nicht, dass wir das Paradies für uns alleine haben? Und jetzt schau mal hier. Ganz am Anfang, als er die Botschaft verkündet hat, was ist passiert? Er wurde bespuckt. Ihm wurden Eingeweide vom Kamel auf den Rücken gelegt. Es wurde, die Ehemänner seiner Töchter wurden gezwungen, sie scheiden zu lassen. Sie haben sich lustig gemacht, als sein Sohn gestorben ist. Sie haben mit den Steinen beworfen. Sie haben seine Nachfolger getötet und gefoltert. Und dann hat er die Leute, damit sie nicht so gefoltert werden, hat er sie nach Habascha, nach Abessinien geschickt, zum Najashi. Warum? Weil die Situation so krass gewesen ist. Und in dieser Zeit, als er seine Gefährten nach Abessinien schickt, kommt Utba ibn Rabia, einer der größten Führer der Quraysh, zu ihm und sagt, guck mal, wenn das, womit du gekommen bist, wenn du dadurch Geld gewinnen willst, wir sammeln unser ganzes Geld, damit du aufhörst, das zu verkünden, damit du der Reichste von uns bist. Wenn du gekommen bist, um König über uns zu sein, wir machen dich zum König. Ein König im wahrsten Sinne des Wortes gab es vorher noch nie. Wie gesagt, es gab einen Führer wie Abdul Muttalib, wie Qusay ibn Kilab und so weiter. Aber einen König im wahrsten Sinne des Wortes gab es nicht. So, was passiert? Was noch? Und wenn wir eine Angelegenheit entscheiden, machen wir das nicht, ohne dich zu fragen.
Und wir sammeln dir die schönsten Frauen aus Mekka, die bringen wir dir. Was sagt der Prophet a.s.? Der zögert keine Sekunde und zitiert aus dem Koran, aus Surah Fussilat, Verse, die ihm klar machen, dass er keinen Millimeter zurückgeht. Abu Talib, sein Onkel, den er geliebt hat, der ihn geschützt hat, bei dem er aufgewachsen ist, seit seinem 8. Lebensjahr, der kommt zu ihm und will ihn davon abbringen, sagt, ja, guck mal hier, die Leute, ja, hör auf damit. Was sagt er zu dem? Guck mal, sagt er, siehst du diese Sonne? Genau so, wie du unfähig bist, einen Strahl von der Sonne zu nehmen, wegzunehmen, bin ich unfähig, diese Botschaft aufzugeben. In einer anderen Überlieferung, er würde die Botschaft selbst nicht aufgeben, wenn man ihm die Sonne in die rechte und den Mond in die linke Hand legen würde. So, was zeigt das? Das zeigt absolute Wahrhaftigkeit. Dann schauen wir, als der Prophet war, wie er mit Sachen umgegangen ist, ja, von seiner Wahrhaftigkeit her, als er Sachen gefragt wurde, bestimmte Sachen gefragt wurde. Zum Beispiel, wenn er Macht haben wollte. Ja. Die Araber haben geglaubt, dass wenn eine besondere Person stirbt oder geboren wird, dass es dann eine Sonnenfinsternis gibt. Am Tag, wo der Sohn des Propheten Ibrahim in Medina stirbt, gibt es eine Sonnenfinsternis. Genau am selben Tag. So, wenn er jetzt ein Lügner gewesen wäre, was hätte er gesagt? Ja, seht ihr, guck, ja, Sonnenfinsternis, mein Sohn ist gestorben. Keiner hätte das Gegenteil behaupten können. Was ist ja tatsächlich am selben Tag passiert. Aber was sagt der Prophet, a.s.w., Frieden und Segen mit ihm? Er sagt, als die Leute dann sagen, schaut mal, Ibrahim ist gestorben und es gibt eine Sonnenfinsternis wegen dem Tod von Ibrahim, der Sohn von ihm ist Ibrahim. Da sagt der Prophet, Inna shamsa wal kamara ayatani min ayatillah, la yankasifani li mauti ahadin wala li hayya. Sonne und Mond sind zwei Zeichen von den Zeichen Allahs, das ist Sahih Muslim. Und es gibt keine Sonne- oder Mondfinsternis wegen dem Tod oder dem Leben von irgendeiner Person. Guck mal, wenn er ein Lügner gewesen wäre, hätte er gesagt, hier, schau mal, seht ihr, ihr Araber, die ihr mich verleugnet noch, hier, guck mal, hier, ihr Juden, guck mal, ja, Sonnenfinsternis, mein Sohn ist gestorben, seht ihr? Habt ihr es gesehen? Aber was sagt er? Nein, ist nicht so. Sahih Muslim, einmal kommt ein Mann zu ihm und sagt, wo ist mein Vater? Guck mal, wenn er Macht haben will, dann will er diesen Mann für seine Religion gewinnen. Was sagt der Prophet? Er sagt zu ihm, dein Vater ist in der Hölle. Da geht der Mann weg und ist traurig oder wütend. Und dann lässt du der Prophet a.s.w. ihn zurückrufen. Und da sagt er zu ihm, Inne abi wa abak finnar. Mein Vater und dein Vater sind in der Hölle. Wenn der Lügner gewesen wäre, hätte der gesagt, ja, guck mal, komm in meine Gruppe rein, nimm meine Religion an, ich bete dann für deinen Vater, dann kommt er wieder raus aus der Hölle. Versteht ihr? Aber der sagt, selbst mein Vater ist in der Hölle, ich kann nichts dafür für ihn machen. Guck mal im Koran. Wenn der Koran das Werk von Mohammed a.s.w. wäre, wie oft steht im Koran, Kul inna ma ana basharum mithlukum. Sprich, ich bin ein Mensch wie ihr. Yuha ilayya. Mir ist aber offenbart worden. Mehr nicht. Wie oft sagt er das? Wenn er ein Lügner gewesen wäre, hätte er gesagt, nee. Ich bin aus Licht erschaffen. Er wurde nicht aus Licht erschaffen. Es gibt diese Lüge, die erzählt wird. Nein, er ist ein Mensch. Ist der beste Mensch, ja. Der Prophet Mohammed a.s. ist der beste Mensch, aber er ist ein Mensch. Und das sagt Allah extra mehrmals im Koran. Dann im Koran gibt es Verse, ja, wenn einer erzählt, der Prophet war ein Lügner, den Koran selber hervorgebracht hat. Im Koran gibt es Verse, wo der Prophet von Allah kritisiert wird. Afallahu anka lima adhinta lahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaku wa ta'lam al-kadhibin. In Surah Tauba. Möge Allah dir vergeben. Abasa wa tawalla anjahu al-ama. Er wandte sich ab und schaute finster, als der Blinde zu ihm kam. Dann ist Surah Al-Anfal über die Gefangenen, die genommen wurden. Der Prophet wird kritisiert von Allah. Würde sich ein Heuchler selber kritisieren? Aber das macht Allah, um zu zeigen, dass der Prophet ein Mensch ist. Er hat keine Sünde gemacht in dem Sinne, aber einen menschlichen Fehler.
Damit Allah zeigt, es gibt nur einen, der 100, denn der Prophet ist perfekt in der Verkündung seiner Botschaft. Der Prophet ist der perfekte Mensch. Aber der Prophet ist ein Mensch, der kann verschlafen. Der Prophet ist ein Mensch, der kann vergessen. Der Prophet ist ein Mensch, und wenn er keine Offenbarung bekommt, ja, dann ist er wahrhaftig, dann ist er ehrlich, er versucht das beste Ergebnis zu erzielen. Aber es kann sein, dass er sich in einer Entscheidung mit seinem eigenen Ichtihad hat, wenn er keine Offenbarung bekommen hat, täuscht. Bei der Schlacht von Badr kommt Al-Habab bin Munzir zu ihm und sagt, guck mal, der Ort, wo wir hier stehen, ist das eine Offenbarung von Allah? Oder ist das deine eigene Meinung? Dann sagt der Prophet, das ist meine eigene Meinung. Guck mal, Al-Habab bin Munzir, radiallahu anhu, fragt erst, ist das eine Offenbarung, dass wir genau hier in diesem Ort stehen müssen? Mit anderen Worten, wenn das von Allah so gewollt ist, selbst wenn das mir nicht logisch erscheint, dann ist das der richtige Ort, um dort zu stehen. Aber dann sagt der Prophet, nein, das ist nur meine eigene Meinung. Dann sagt er, ja, dann ist das hier nicht der richtige Ort. Es wäre meiner Meinung nach besser, wenn wir uns an die Quellen stellen, an das Wasser, weil dann müssen die zu dem Wasser an uns vorbeikommen, dann haben wir das Wasser bei uns im Hintergrund, wovon wir trinken können und so weiter. Und dann hat er den Ratschlag von ihm angenommen. Das heißt, da war nicht böse. Da war nicht böse gewesen. Er hat einmal die Reihen gerade gemacht bei einer Schlacht mit einem Pfeil. Man hat dann einer sozusagen Aua gesagt, also er hatte wehgetan. Was hat der Prophet gesagt? Hier. Hat seinen Bauch hochgemacht, sagte, steck los, tu mir jetzt auch so viel. Wenn ich dir wehgetan habe, dann mach jetzt Ausgleich. Guck mal diese Wahrhaftigkeit, guck mal diesen Tawadu, den er hatte, diese Bescheidenheit. Das heißt, diese Aussage Lügner können wir in die Mülltonne werfen. Aber ganz getrost in die Mülltonne werfen. Dann kommen wir zu der zweiten Aussage, verrückt. Und ich habe ein Buch im Auto. Vielleicht kannst du das Buch nochmal holen, Bruder. Dieses blaue Buch, was ich mitgenommen habe. Da zeige ich euch noch was zu. Ja. Bleib bitte, der Ali geht schon. Weil da steht, das ist von Rudi Paret. Und da geht er auf diesen Vorwurf ein, dass Mohammed ein Lügner sei. Ein Orientalist. Orientalismus, Islamwissenschaft heute genannt, früher haben wir es Orientalismus genannt, ist die Schraq auf Arabisch. Aber heutzutage, ja, weil das bei den Arabern als etwas Negatives angesehen wird, Orientalismus, deswegen nennen die das heute in den Universitäten Islamwissenschaft. Um den Muslimen die Religion zu verdrehen. Ja? Und die Muslime gehen dahin und denken, sie lernen Islam, dabei wird ihnen beigebracht, wie sie den Islam zerstören. Das sind Leute, die den Islam studiert haben, jahrzehntelang, eigentlich jahrhundertelang, wurde studiert, wie sie die Muslime in Zweifel bringen. Und genau solche Leute unterrichten heute in den Universitäten mit arabischen Namen, im Namen des Islams, und bringen dann den Muslimen bei, es gibt keine Hölle. Es gibt keine Bestrafung der Hölle. Ach, wir brauchen nur den Koran aufzuschlagen. Fast auf jeder Seite findest du was von Yawm al-Qiyama und Hölle. Yawm al-Qiyama. Was gehört dazu? Paradies und Hölle. Wie viele Verse gibt es im Koran über die Hölle? Und da kommen Leute, die in Münster, hier, das ist gar nicht weit von hier entfernt, in Münster und Osnabrück unterrichten, die schreiben Bücher, und schreiben dann, ja, es gibt keine Hölle. Das sind alles die Kinder der Orientalisten. Das sind alles die Kinder von Goldzieher und Schacht. Juden, die den Islam studiert haben, um den Islam von innen zu studieren. Aber die meisten Muslime sind darüber am Schweigen. Aber wir schweigen nicht. Weil das eine gefährliche Sache ist. Das ist gefährlicher als russische Bomben über Syrien. Weil russische Bomben über Syrien töten Muslime. Aber die töten nicht den Iman der Muslime. Aber Leute, die von innen kommen und im Namen des Islams eine falsche Akida beibringen, bringen dich für ewig keine Hölle. Wer als Muslim stirbt, geht ins Paradies. Aber wem Kufr als Islam verkauft wird, ja, ein Paket, wo Islam draufsteht, aber Kufr drin ist, das ist etwas, was eine gewaltige Gefahr darstellt.